So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Und heute möchte ich euch in dem Video einmal zeigen, wie ich Affiliate-Produkte mit Hilfe von Builderall bewerbe. Und ja, Builderall hat fast alle Tools, beziehungsweise hat alle Tools, die ich benötige, um das Ganze zu bewerben. Und diese Tools sind auch wirklich richtig gut. Und ja, ihr habt ja schon mitbekommen, Builderall entwickelt sich ständig weiter. Die Community von Builderall wird immer größer und das bestätigt auch einfach immer mehr die Qualität von Builderall. Deswegen habe ich gesagt, wird es einfach mal Zeit, dass ich euch das Ganze zeige. Natürlich könnt ihr das Ganze auch abwandeln für andere Tools. Die Strategie ist ja immer dieselbe, aber mit Builderall funktioniert es mit am besten und vor allem für Anfänger am einfachsten. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wenn wir jetzt irgendein Affiliate-Produkt bewerben wollen, ja, oder irgendein Webinar bewerben wollen oder was auch immer, ja. Also wir können direkt den Link quasi nehmen, von Digistore direkt bewerben oder gruppenvoll spammen. Ihr wisst mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr funktioniert. Was funktioniert, ist eigenen Content zu erstellen, sich selbst zu branden, erstmal ein bisschen Mehrwert zu geben und über die eigene Person zu verkaufen. Oder halt eben über dann hinter bezahlten Traffic, ja, um die Traffic-Menge halt einfach auszuweiten und einfach noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen. Oder wenn man halt hinterher schon eine Community hat und dann halt eben über den Vertrauensbonus, über seine Listen und so weiter. Wenn ihr das Ganze aber noch nicht habt, ja, was viele ja noch nicht haben, wenn sie sich das hier ansehen, empfehle ich euch immer folgenden Weg. Und auch ich gehe diesen Weg, weil er bei mir auch immer mit am besten funktioniert. Und zwar erstelle ich in den meisten Fällen, es kommt natürlich darauf an, was es für ein Produkt ist. Wenn es jetzt ein Buch ist für 5 Euro oder für 0 Euro gegen Versandkosten, dann natürlich nicht. Wenn es jetzt aber irgendein Kurs ist oder irgendein Webinar oder irgendwas, ja, dann erstelle ich grundsätzlich immer eine Bridge-Page, ja, in Form von, ich zeige euch das mal. So, wir gehen jetzt hier gerade mal auf die Seite mit dem Titel YouTube. Und zwar geht es hier noch um diese Bridge-Page, die ich erstellt hatte für das Webinar mit Daniel und Stefan. Ja, ich hatte einfach hier den Vorteil, weil bevor ich die Leute auf das Webinar geschickt habe, ja, von denen die Seite, habe ich sie erstmal auf meiner Bridge-Page, ich habe sie gepixelt und ich konnte später auch Remarketing betreiben und das ist eben extrem mächtig. Plus ich konnte meine persönliche Note mit einbringen, dass ich halt einfach dann auch sagen kann in diesem Video, von wegen, was ich für Erfahrungen mit YouTube gemacht habe. Ja, das heißt, ich gebe den Leuten dann immer in einem Video erstmal Content. Ja, ich sage nicht direkt, hey, ich will dir etwas verkaufen, der neue YouTube-Kurs, sondern ich sage, hey, ich habe mit YouTube selbst durchgestartet, ich erstelle hier regelmäßig Videos, zeige dir mal meinen Kanal, zeige ein paar Clip-Ergebnisse und wie ich eben so vorgehe, ja, ein paar Zahlen, damit die Leute sehen, ich setze das auch quasi selbst um. Und das ist auch schon der erste Tipp für dich. Also neben der Bridge-Page, dass du dir die Kurse selber kaufst, ja, die du promotest oder sie kennst zumindest und dass du damit natürlich auch schon Ergebnisse erzielt hast. Weil wenn du kein Ergebnis mit dem Kurs, den du promotest, erzielt hast oder die Strategien in den Kursen gar nicht anwendest, wie willst du das dann authentisch überhaupt vermarkten? Das wird nicht funktionieren, besonders nicht am Anfang, wenn du nicht irgendwie, wer weiß, was für ein Ad-Budget hast und mega geile Texte schreiben kannst, ja? Deswegen ist das schon mal mein Tipp. Dann erstelle immer eine Bridge-Page, weil das macht das Ganze wesentlich leichter und es ist halt eben ein viel größerer Vertrauensbonus, wenn ich Leute erstmal auf eine Seite schicke, wo ein Video von mir ist, ich kurz was erkläre, ja, dieses Video sollte so 5 bis 10 Minuten gehen, nicht zu lange und dann können sie sich erstmal anmelden, anstatt wenn ich sage, ey, hier ist der lange Link und dann noch ungekürzt mit Digistore, funktioniert einfach nicht, ja. Das bedeutet, immer eine Bridge-Page erstellen, ja. Und hier habe ich hinterher noch die Seite erstellt. Und zwar habe ich hinterher die Aufzeichnung vom Webinar. Das hier ist die Aufzeichnung mit eingebunden. Plus halt eben den Link, weil ich halt genau tracken konnte, wer war hier drauf, wer hat sich dafür interessiert. Und dann konnte ich nochmal an die Leute, die halt eben nicht gekauft haben, Remarketing quasi machen, ja, dadurch, dass ich die eigene Seite hatte. So, und auch hier haben wir eine ganz einfache Bridge-Page erstellt mit Builderall und den Cheetah-Bilder, mit super Ladezeiten, was super auf Mobile aussieht. Und ja, hier quasi mit einem Interview. Wir hätten die Leute auch direkt einfach zu einer Anmeldeseite schicken können und so weiter. Aber wir haben uns hier überlegt, wenn wir schon einen Workshop machen, dann machen wir ein kleines Interview und ja, machen das Ganze dann hier ja quasi über ein Pop-up
zur Anmeldung. Und das, was wir hier bewerben, ist ja auch ein Affiliate-Produkt, ja. Also es sind ja nicht unsere eigenen Produkte. Wir haben zum Wolf gesagt, wie sieht das aus? Können wir einmal kurz mit dir ein Interview machen, so ein paar Basic-Fragen zum Thema Affiliate-Marketing klären. Das würden wir dann gerne auch als Werbevideo benutzen. Und wir würden gerne einen Workshop machen, wo du halt ein paar Sachen erklärst. Und natürlich wird am Ende gepitcht, ja, aber die Leute haben durch den Workshop auch extrem viel Mehrwert mitgenommen. So, und das ist auch eine klassische Art von einer Bridge-Page, was auch sehr gut funktioniert, diese Interviewform, ja, weil das ist wieder eine persönliche Note und das funktioniert auch hier wieder viel besser, als wenn ich die Leute direkt auf das Produkt geschickt hätte oder auf irgendeine Anmeldeseite vom Wolf, weil hier sehen die Leute wieder mich und das ist einfach wesentlich authentischer und besser. Ja, und das hier ist eine ganz, ganz simple Bridge-Page, die wir tatsächlich mit wenigen Klicks nachbauen können im Build-A-All. Und da haben viele Leute hier Angst, die dann immer sagen, oh mein Gott, kann ich das denn überhaupt nachbauen? So, und wie schnell das Ganze geht, werde ich dir jetzt einmal zeigen. Und zwar gehen wir auf neue Webseite erstellen und sagen, ja, wir sagen jetzt einfach mal Bewerbung von Produkten. So. Seite 1 als Beispiel und ich wähle keine Vorlage. Ich starte grundsätzlich immer mit einer leeren Vorlage. So, jetzt haben wir hier ein Banner bzw. ein Panel. Ich möchte aber gerne die Hintergrundfarbe auch hier in weiß haben. Werde jetzt noch ein weiteres Panel hier hinzufügen. Genau, dann habe ich zwei. Werde hier die Größe, ja, der Abstand soll ein bisschen weiter nach unten. Zack. Und jetzt kann ich hier in diesem Bereich auch arbeiten. Wie gesagt, das Schöne ist, Cheetah ist sehr simpel aufgebaut, funktioniert aber extrem gut, der Sidebuilder, und ist super responsive und ganz leicht mobil anpassbar. Das zeige ich dir jetzt mal ebenso. Wir gehen jetzt auf Texte, nehmen hier eine Überschrift. Okay, die Überschrift ist mir ein bisschen zu groß. Ich kann sie auch noch ändern. Ja, hier in den Seitenvorlagen, dass ich sage, ich ändere die Schriftarten, die Größe von H1 und so weiter. Aber wir nehmen unseren Fall jetzt einfach mal eine H3, die reicht aus, weil ich möchte euch nur zeigen, auch wenn ihr kaum Einstellungen vornehmt, ja, und wirklich gar nichts macht, ja, dass ihr hier super einfach mit einer Seite erstellen könnt, ja. Und jetzt schreibe ich zum Beispiel hier, wie ich das auch auf der Seite mit dem Wolf gemacht habe. So, Live-Shock, so betreiben wir 2019 erfolgreich Affiliate Marketing. So, jetzt machen wir das hier einmal in der Mitte, markieren das, gehen hier noch mal ganz kurz auf H3. Das sieht soweit in Ordnung aus. Jetzt passen wir hier unsere Schrift. Live-Workshop. So betreiben wir 2019 erfolgreich Affiliate Marketing. Jetzt mache ich das hier ganz kurz mittig. Könnte jetzt sagen, dass ich das hier noch ein bisschen dicker mache und zum Beispiel mit einem gelben Hintergrund, ja. Zack. So, könnte ich jetzt so machen, wenn ich es wollen würde. Also wie gesagt, kann man dann noch ein bisschen auffälliger gestalten. Man hat hier auch die Farbauswahl. Ich nehme meist immer gerne ein bisschen helleren Ton. Ja, nehmen wir es einfach mal so richtig schön hervorstechend. Ja, genau. So, jetzt kommt ja im Endeffekt im nächsten Schritt hier schon unser Video rein. Also wie gesagt, eine ganz einfache Überschrift. Natürlich könnte man jetzt auch hier nochmal ganz kurz bei Neugehen Element nochmal einen etwas kleineren Text machen und sagen, klicke groß vorne, klicke auf Play. Schau dir das kurze 5-Minuten-Video an. So, einfach als Beispiel. So, jetzt können wir hier nochmal abändern, welche Überschrift sagen wir, nehmen wir mal, na, ist ein bisschen zu groß, können wir hier auch noch ein bisschen rumswitchen. Und wie gesagt, dann würde ich sagen, ist das hier schon mal ganz in Ordnung. Klicke hier drauf. Mach das Ganze, das war falsch, jetzt habe ich es dupliziert. Ich lösche das mal wieder und mache das Ganze hier auf mittig, so dass das auch in der Mitte ist einigermaßen.
Und jetzt gehe ich einfach mal ganz kurz hier bei mir bei Vimeo rein. Wie gesagt, ihr könnt nehmen, was ihr möchtet. Obwohl, ich wollte euch noch eine ganz kurze Sache zeigen. Und zwar ist das Vidlytics. Das teste ich aktuell, werde ich mir aber jetzt wohl auch holen. Ist ein richtig cooler Videoplayer, quasi auch ein Hosting. Und das Coole hier dran ist, dass auch Autoplay am Handy funktioniert. Ja, und hier habe ich nämlich eins der Videos schon hochgeladen mit dem Interview. Das ist nämlich schon hier. Deswegen gehe ich hier einmal drauf. So. Also ihr seht, das ist richtig cool. Hier kann man ganz viele Einstellungen machen und so weiter. Also das ist wirklich richtig mega. So, jetzt gehen wir hier auf Embed. Ja, jetzt gehe ich auf schnelleren Autoplay. Nimm mir diesen Embed-Code. Wie gesagt, das ist das Gleiche, wenn ihr auch mit Vimeo und so weiter arbeitet. Wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt noch nicht in einen Hosting-Anbieter investieren, dann nehmt am besten YouTube und macht das Video auf nicht gelistet. Ja, das war falsch. So, hier bin ich, genau. Manchmal, wenn man so viel Tabs offen hat, kommt man tatsächlich schon mal ein bisschen durcheinander. So, jetzt gehen wir auf iFrame. Und hierüber binden wir jetzt das Video ein. Allgemeine Einstellungen, Einbettungscode. Fertig. Und hier kommt das Video schon. So. Jetzt ist hier noch standardgemäß so ein Rand. Diesen Rand mache ich hier bei den iFrame auf 0. Ihr könnt natürlich hier drumherum auch noch einen Rand machen, wenn ihr das gerne möchtet. Aber das ist im Endeffekt nicht nötig. So, was brauchen wir jetzt im nächsten Step noch? Wir brauchen im nächsten Step jetzt eigentlich nur noch einen Button. So, ja, nehmen wir doch mal diesen. So, den machen wir uns ein bisschen größer. Wie gesagt, ihr seht, das hier geht wirklich super, super einfach. Und wir nehmen die Überschrift. Jetzt gratis anmelden als Beispiel. Was mir hier nicht gefällt, ach, Überschrift 1, das andere ist die Unterüberschrift. So, jetzt hier, jetzt gratis anmelden. So, die andere Unterschrift nehme ich dann nachher wieder weg. Dann kann ich eine Schrift nehmen. Wir können zum Beispiel Latto nehmen. Nehmen die Schriftgröße hier natürlich wesentlich. Jetzt gratis, ach Mensch, anmelden. So, jetzt aber. Ja, Latto haben wir jetzt. Jetzt nehmen wir hier die zweite Überschrift einfach weg, denn die brauchen wir nicht. So, jetzt schieben wir kurz hier am Element, dann ist die Überschrift auch weg. Platzieren das Ganze hier wieder mittig. Ja, und dann wollen wir gleich nur noch ein kurzes Pop-up erstellen und auch das geht, uppala, relativ leicht, genau. Dieser Banner hier, ja, geht bis hier, bis kurz hier drunter. Und hier ist der zweite Banner. Und hier werde ich jetzt noch ganz kurz eine wichtige Sache euch zeigen, ja, bevor wir starten mit dem Pop-up. Und zwar gehe ich hier einmal auf Absatz und schreibe als Beispiel hier unten drunter noch mal ganz kurz Impressum. Datenschutz, Disclaimer. Das Ganze mache ich jetzt aber in der Größe wesentlich kleiner und auch in der Farbe wollen wir es ja nicht ganz so hervorstechen. Ne? Machen das hier mal mittig und ich würde sagen, wir können das Ganze hier auch sehr gut mittig platzieren, machen das hier ein bisschen weiter nach oben, machen hier die Höhe von unserem Banner, den wir hier haben. So, wie gesagt, das ist jetzt schon mal mittig. Oh, jetzt haben wir das wieder. Manchmal klickt man zu schnell, dann dupliziert man das Ganze. Aber ihr seht hier, zack, und dann ist das hier schon mal fertig. So, jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal eben schnell in der Mobile-Version an und schauen uns mal an, wie sieht das Ganze aus. Ja, das ist doch eigentlich schon perfekt. Wir müssten das Ganze hier nur noch ein bisschen anpassen. So. Den Button können wir hier in der Mobile-Ansicht natürlich auch noch mal schauen.
dass wir den hier jetzt auch noch mal ein bisschen von der Schrift her größer machen. Hier habe ich ein bisschen viel Abstand zur Hauptüberschrift. Das heißt, wir machen das hier alles ein bisschen höher. Das auch natürlich den Button ein bisschen höher. So. Das mit Impressum Datenschutz können wir ein bisschen weiter nach unten ruhig machen. Und hier nehmen wir noch mal ein bisschen, wie gesagt, das sind nur noch Feinheiten, ja, die ihr hier bearbeiten könnt. So, was wir natürlich jetzt auch hier bearbeiten können, ja, die Schriften sind jetzt voreingestellt in der Größe. Wenn wir das richtig gut machen wollen, dann können wir natürlich hier die Schriften von der Größe auch natürlich noch ändern. Das heißt, wir legen am Anfang die Schriftgröße fest für die Überschriften, die wir verwenden. Und schon die Schriftgröße für die Mobile-Version. Ja, das Ganze geht wie folgt. Wir gehen hier auf H3. Wir sehen, wir haben Mobile jetzt eine Schrift von 25. Und wenn wir sagen, das Ganze ist uns aber jetzt ein bisschen zu groß, könnten wir auch sagen, obwohl 18 finde ich schon wieder zu klein. Das mag ich nicht, wenn das hier so ein Abstand ist. Ich würde es einfach mal so auf 20 nehmen. Ja, so, dass wir es ein bisschen kleiner haben. Jetzt nehmen wir hier dieses Click to Play, da können wir mal gucken. Ich glaube, das war eine H5. Ja, auch die können wir ein bisschen kleiner machen, obwohl so klein, 10 ist zu klein. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze hier auf 16. Jetzt könnten wir hier die Größe noch ein wenig anpassen, ja, dass wir die ganzen Elemente noch ein bisschen höher schieben, hier das Ganze noch ein bisschen höher, so je nachdem, wie wir das haben wollen. Aber im Endeffekt ist unsere Seite so schon perfekt mobile optimiert. Ja, ihr müsst nicht mehr machen, außer die Schrift ein bisschen anzupassen, gucken, dass es dann einigermaßen gut aussieht, welche Größe ihr auf dem Handy haben wollt. Aber das iFrame, alles ist hier schon mobile optimiert. Ja, müsst ihr euch keine Gedanken mehr drum machen. Und wie gesagt, hier bleibt alles so, wie es war. So, in dem nächsten Schritt gehen wir auf Speichern. Super easy, super simpel. So, jetzt machen wir es wie folgt. Jetzt fügen wir hier zu dieser Seite ein Pop-up hinzu. Da gehen wir hier drauf, ja, auf Items und erstellen hier ein Pop-up. Ja, das heißt Bewerbung. Ich schreibe das jetzt einfach nur mal ganz kurz so, weil ich habe nämlich schon ein paar Pop-ups und damit das dann hier nicht zu viel wird, mache ich das jetzt eben so. Und jetzt erstellen wir hier ganz schnell ein neues Pop-up. Das heißt, wir können hier natürlich auch aus Hintergründen wählen. Wir gehen ja aber einfach bei Panel und nehmen hier ein leeres, ja, einen leeren Hintergrund erstmal. So, was brauchen wir dann im Pop-up? Wie gesagt, hier ist jetzt ein weißer Hintergrund. Wir können den Hintergrund vom Pop-up ändern, Bild hinzufügen, Farben und so weiter. Ja? So, wir gehen jetzt auf Neu, gehen auf Element und wollen natürlich ein E-Mail-Marketing-Formular. In unserem Fall nehmen wir jetzt einmal das hier. So, jetzt kommt hier, wähl schon eine Liste aus. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal EN-Leads, damit sich hier nirgendwo etwas verstellt. Ja? Das heißt, ich lege am Anfang in unseren eigenen Autoresponder bei MailingBoss eine E-Mail-Liste an. Das geht ganz leicht. 2, 3 Klicks, Double Opt-in und so weiter. Dann habt ihr das angelegt, ja? Also das ist super easy und überhaupt kein Problem. So, jetzt würden wir hier als Überschrift noch machen, Standard, wie das bei den Elementen, wie das bei den Pop-ups ist, dass wir hier nochmal einmal schreiben, trage deine E-Mail-Adresse ein. Und klicke auf den Button. So, dann machen wir das Ganze wieder, markieren das einmal. Wir haben gesagt, wir nehmen auch hier H3, wenn es nicht zu groß ist. Gucken wir gleich mal. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen kleiner. Ja, ich würde sagen, wir nehmen es eins kleiner in H4. Das reicht auch immer noch dicke. Ja, so, dann schieben wir uns das bisschen zusammen, dass es einigermaßen gut aussieht. Nehmen diese Box hier noch und sind quasi schon fertig. Ja, hier müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir hier schreiben, jetzt Platz sichern. So.
und gehen hier jetzt erstmal auf Speichern. Pop-up ist angelegt. Jetzt gucken wir ganz kurz auf der Mobile-Ansicht. Auch hier. Passen wir hier die Überschrift noch ein bisschen an, machen das hier ein bisschen kleiner, weil für ein Pop-up wirkt das hinterher auch echt zu groß, wenn die Schrift zu groß ist. Und wir machen das hier nur noch in der mobilen Anpassung nach oben, ja, weil trage deine E-Mail-Adresse ein, E-Mail-Feld, alles ist hier, sieht mobile auch gut aus, reicht vollkommen in der Größe. Gehen auf Speichern und jetzt passt auf. Sehen wir hier auf der Home-Seite. Wie gesagt, hier ist unsere Seite. Er ist unsere Home-Seite, ja, von unserem Funnel. Und hier können wir zu dieser Home-Seite beliebig viele Unterseiten hinzufügen. Ja? Also ganze Funnels erstellen, Mitgliederbereiche, Upsells, Downsells. Könnt ihr alles mit erstellen, was ihr möchtet. Komplette Webseiten und so weiter. Ja? Also überhaupt gar kein Problem. Und hier haben wir halt unsere Home-Seite. Und hier erstellen wir für dieses Projekt halt die Pop-Ups, ja. Man kann so viele Pop-Ups erstellen, wie man will und die dann einfach über die Buttons einfügen, okay? Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Seite bearbeiten, aber ihr seht, das Ganze geht sehr, sehr simpel. Wenn ich das jetzt alleine für mich machen würde, bin ich wirklich in ein paar Minuten damit schon fertig. So, dann gehe ich hier auf das kleine Plus und wähle jetzt natürlich dieses Pop-Up aus, was ich gerade angelegt habe. So, das heißt, wir gehen einmal hier drauf. Speichern und gucken mal, ob diese Seite schon aufrufbar ist. Ja, sie ist aufrufbar, noch keine Domain aufgeschaltet und super schnell, wie ihr seht, sieht perfekt aus. So, wir klicken auf den Button. Was passiert? Hier ist unser Pop-up. Ja, wie gesagt, das Ganze hier mit den Platzhaltern, alles kann ich hinterher noch abändern, dass das hier nicht angezeigt wird. Ja, ich habe das jetzt einfach ohne viele Einstellungen gemacht und ihr seht auch hier, einen Moment, dass ich euch das mal ganz kurz zeigen kann. Ja, wenn ich das hier so mache. Natürlich ist das hier auch alles schön responsive. Ja, ihr habt auch die mobile Ansicht, auch die haben wir angepasst. Und es sieht alles super, super gut aus. Ja, wenn man das sich später auf dem Handy anguckt, ist überhaupt gar kein Problem. Es sieht mega aus, okay? Ihr habt es ja auch selbst gesehen, die Leute, die sich angemeldet hatten, wir hatten ja über 200 Anmeldungen für den Workshop, haben gesehen, dass es alles sehr, sehr gut funktioniert. Und was halt hier cool ist bei diesem Player, ja, was ich euch nochmal kurz zeigen wollte, wenn man hier das Video stoppt oder die Seite verlassen will, kommt hier noch so ein Stoppbildschirm, schau dir das Interview bis zum Ende an und dann kann man es sich weiter ansehen. Genau, hier dann anmelden und fertig. Genau. Und so könnt ihr das wirklich super easy machen, wenn ihr Affiliate-Produkte bewerben wollt. Na, ihr erstellt ganz einfach eine Bridge-Page. Wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt keine E-Mail-Eintragung machen, wie wir das jetzt hier gemacht haben, dann macht ihr hier kein Pop-up, gar nichts hin, sondern macht dieses Interview und verlinkt hier auf die Affiliate-Seite. Ja, ihr könnt natürlich diesen Button hier auch bei Builderall zeitversetzt einblenden, ja, nach einer gewissen Zeit. Und für die Leute, die das auch mögen, wir können das Ganze hier natürlich auch pulsieren, ja, den Button, weil das ja auch viele fragen, ob das geht, dass er die ganze Zeit so ja, pulsiert quasi. Das können wir nochmal ganz kurz schauen. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Ihr seht, dann pulsiert er und wir können das Ganze auch so machen, dass wir ihn erst nach einer gewissen Zeit einblenden, halt eben, wenn der Call to Action gegeben wird im Video. Das heißt, ihr könnt auch hier, ja, wann sichtbar. Und dann gebt ihr eine Zeit ein, okay? Ganz wichtig, hier nach Zeit und dann hier die Sekunden. Ihr könnt auch verschiedene andere Optionen noch auswählen. Und dann verlinkt ihr hier einfach auf das Affiliate-Produkt eurer Wahl. Aber ihr habt hier eine Bridge-Page, wo ihr euren Pixel und so weiter einfügen könnt. Und auch Facebook-Pixel einfügen geht super easy. Und zwar hier unter Skripte, Facebook-Pixel, Analytics und so weiter. Und DSGVO-Einstellungen natürlich auch noch vornehmen. Ja, dass ihr könnt hier die Texte anpassen. Und das Schöne ist, das hier ist vorgegeben, gefällt mir gar nicht. Hier gibt es eine Auswahl der Cookies. Ja, also so wie es laut der DSGVO sein muss. Verschiedene Optionen, alle Farben, Texte können angepasst werden und so weiter.
ihr seid damit auf der sicheren Seite. Ja, und das ist mein Weg, wie ich Affiliate-Marketing-Produkte mit Build-A-All bewerbe, immer mit einer Bridge-Page. Und morgen wird nochmal Teil 2 kommen, nämlich noch ein super cooles Tool, was ich euch zeigen werde vom Build-A-All, was ihr auch mit dabei habt und was richtig geil funktioniert für die Promotion, gerade auf Instagram und auf eurer Facebook-Timeline und natürlich kostenlos ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst, ja, ein Kommentar. Wünsche euch noch ein erfolgreiches Wochenende und sag bis zum nächsten Mal, eure Katharina. Ciao, ciao.